Hallo und willkommen zu TableQuest. Wir haben den 19.11.2020 und leider mit einem Tag Verspätung bin ich jetzt auch an Ausgabe 38 gekommen und kann endlich das Video fertig machen. Gut, was erwartet uns diesmal? Wie ihr auf dem Titelbild schon sehen könnt, geht es diesmal um den Wundbrand. Wie heißt er? Wundbrandner. Boah, wie komme ich auf Brandmarker? Gut, aber egal. Das ist wieder ein besonderes Charaktermodell der Death Guard. Und davon wollen wir uns auch gleich den Rahmen anschauen. So. Der Rahmen wird wie immer mit der passenden Base geliefert. Und ja, besteht aus ungefähr 6-7 Teilen, die in gewohnt guter Gussqualität daherkommen. Ja. Ein schönes Modell. Bin gespannt, wie es sich auf dem Schlachtfeld später mal schlagen wird. Gut, dann wollen wir uns der Zeitschrift zuwenden. Wie man es erwarten konnte, startet die Ausgabe mit Hintergrundinformationen zum Wundbrand. Ne? Zum Beispiel steht darin der Werdegang beschrieben und seine Rolle auf dem Schlachtfeld. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Wundbrand an sich das, was einst für die normalen Marines der Apothekarius war, wurde allerdings im Großen Bruderkrieg, oder besser gesagt seit dem Großen Bruderkrieg, immer mehr vom Chaos und von Nurgle vereinnahmt. Und seine heutige Aufgabe ist es, wie man sich denken konnte, Pestseuchen verbreiten, das Ungeziefer und die Parasiten in seinen Brüdern zu pflegen und, tja, das wird jetzt den Loyalisten eher weniger schmecken, übers Schlachtfeld zu hüpfen und den Space Marines, den Loyalen, die Gensa zu klauen. Und was ein Schelm. Gut, als nächstes hätten wir die Rüstkammer. Da sehen wir, dass er neben dem Rückenmodul eine dämonische Rüstung trägt, unreine Spritzen, das ist wohl das hier, ein verdorbenes Narthezium. Das ist hier der dicke Bohrer und sein vollenes Schwert. Hier haben wir noch weitere Infos zu der Ausrüstung, aber jetzt nichts Neues. Ne, das hat man alles schon auf der anderen Seite. Gut. Für die loyalen Space Marine Spieler unter euch haben wir diesmal Hintergrundinformationen zum Imperator und dem Goldenen Thron. Ah. Ich bin jetzt gar nicht mehr so sicher, ob wir da so weit in die Vergangenheit reingegangen sind. Der Imperator der Menschheit hat damals die verstreuten Kolonien innerhalb des Universums wieder vereint. Er ist wohl mit einer der mächtigsten Menschen der Welt gewesen, also die es jemals gegeben hat, und wurde halt damals von Horus getötet. Ja, das kann man alles schön fein nachlesen, ungefähr 3 oder 4 Seiten. Ja, okay, fällt hier alles auseinander, das ist ja doof. Na gut, es ist interessant zu lesen. Da sind auch ein paar Infos drin, die ich vorher noch nicht hatte. Allerdings habe ich mich auch nie so großartig mit dem Imperator selbst beschäftigt. Ich wusste, dass die am Tag mal ungefähr 1000 Psioniker für den opfern müssen, damit er am Leben bleiben kann. Oder am Umleben. Wie man es mag. Gut, als nächstes haben wir für den Wundbrandner die Bauanleitung. Das ist kein Easy-to-Build-Modell, das heißt, wir müssen ihn zusammenkleben. Aber allzu viel ist da nicht zu tun. Daher gehen wir auch schon direkt weiter zur Bemalanleitung. Bei dieser ist, ja, durch die Menge an Farben ist es jetzt schon einiges umfangreicher, die Bemalanleitung. Geht schon ein paar Seiten. Ich
denke, es wird Zeit, dass die mal eine neue Hautfarbe bringen bei GW. Also in der Zeitschrift selber. Außer ihr kauft euch sowas wie Cadian Flechton oder dergleichen, dann könnt ihr die Haut auch mal ein bisschen akzentuieren. Und da sieht ja alles sehr flach aus. Gut, als nächstes haben wir wieder eine neue Mission. Der werden wir dann vermutlich in den Wundbrandner eingeführt. Dazu gibt es das dazugehörige Datenblatt. Kommt da noch etwas? Ach ja. Ein Explosionsblatt. Ach, das habe ich ganz vergessen. In dieser Ausgabe gab es auch ein neues Schlachtfeld für uns. Ich werde das mal verkleinert zeigen. Ich das einmal diese Seite. Das ist beide Male dasselbe. Allerdings sind auf einer Seite hier so Geländeteile aufgedruckt. Und auf der anderen eben nicht. Oh, das ist aber das andere gemachte. Moment. Toll. Na gut, hier haben wir es. Und hier auf der Seite sind die Geländeteile halt nicht aufgedruckt, sondern da haben wir nur den Boden. Also, es ist aus einem... Es ist sehr stabil. Das heißt, da sollte man ein paar Mal mitspielen können, ohne dass alles kaputt geht. Allerdings... Ich würde es vielleicht auf einen extra Rahmen oder eine stabilere Unterlage kleben. Gut. Als letztes kommen wir dann zu der Vorschau. Damit hätten wir in der nächsten Ausgabe einmal einen neuen Primaris-Captain. Der ist so gesehen ganz schick. Und in der übernächsten Ausgabe bekommen wir neue Farben. Und das Schöne an diesen Farben ist diesmal, dass ich nicht eine davon besitze. Yay! Mit etwas Glück ist auch wieder ein Pinselchen dabei. Ich bin gespannt. Gut. Ich hoffe, euch hat diese Ausgabe mal wieder gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, lasst mir einen Daumen nach unten und einen kurzen Kommentar in der Kommentarsektion, was ich verbessern kann. Ansonsten habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bye!